So, hallo. Wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir die Synthese kennengelernt durch den zweiten Schrein. Und wer mich nicht kennt, ihr könnt mich hier bei meinem Spielerlebnis begleiten. Das heißt, das Ganze wird sehr ungeschnitten sein. Und dadurch kann mal ein Part spannender und einer weniger spannend sein. So. Wie gesagt, ich sage das gerne jetzt lieber immer mal am Anfang dazu und dann gibt es da keine Missverständnisse. Dann kann sich auch keiner beschweren. Okay, da oben könnte ich mir noch was vorstellen. Da gehen wir noch mal kurz. Oh mein Gott! Au! Bin ich denn jetzt runtergefallen? Lol. Jupp. Bernstein. Ja, okay, hier wollte ich gar nicht hin, aber ist auch interessant. Das ist direkt wieder dieses Breath of the Wild Feeling. Du willst irgendwas machen und es passiert was völlig anderes und dann machst du auch was ganz was anderes. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ja, jetzt komme ich aber da nicht mehr rüber. Ich wollte doch aber da drüben in die Höhle gehen. Ach, da muss ich halt wieder zurückgehen und da hochklettern, ja? Ach, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ich verstehe. Ich bin an der Seite, wo ich vorhin mit dem Boot rübergefahren bin. Ja, okay. Lol, das bitte. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, das bedeutet, man hätte auch ohne Boot dahin gekonnt. Aber nein, weil man hätte ja die Fähigkeit noch nicht gehabt, die Steine kaputt zu machen. Ah, clever gebaut, Nintendo. Clever gebaut. Aber jetzt kann ich da schneller hinlaufen, sozusagen. Verbraucht man eigentlich jetzt mehr Ausdauer, wenn man diese Dinger hier trägt, anstatt diese Dinger? Also macht das einen Unterschied? Wie ändere ich denn meine Schilde? Nein, hör doch auf! Ne, man verbraucht gleich, ne? Ja, das macht, glaube ich... Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich finde das so witzig mit den Sachen, die man da ransetzen kann. So, wer wollte jetzt hier aufs Maul bekommen? Wo bist du? Wer hat da nach mir geworfen mit Steinen? Da bist du! Du Frechdachs. Okay, jetzt will ich was probieren. Und zwar... Nee. Und zwar... Nee. Gott. Das ist auch witzig, okay. Aber die Dinge werden dann kleiner, okay, alles klar. Und wie heißt das jetzt? Baumstammkeule. Alles klar. Ich will jetzt aber wieder loslassen. Wieso hat die jetzt ein Batteriesymbol, die Baum? Hä, wieso haben die Dinge jetzt ein Batteriesymbol? Okay. Wird sich noch klären wahrscheinlich. Synthese rückgängig erstmal. Und jetzt will ich mal den Stock mit einem Stock verbinden. Geht das auch? Jo, das ist einfach ein Stock.
Stock mit einfachem Stock. Einfach zusammengefügt, doppelte Angriffskraft. Nice. Ah, nee, das hat alles jetzt eine. Ba nee, die Batterie hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun. Ja, okay, nee, die Batterie zeigt es jetzt überall an. Okay. Weiß ich noch nicht, was die Batterie bedeutet. Werden wir noch rausfinden. Sehr krass. Okay. Wir müssen ein paar Dinge ausprobieren. Nein, ich will den. So. Einmal das. Jetzt folgendes. Und jetzt? Bitte was? Die Apfelkeule. Okay, wie lange hält die? Also, ich meine, es ist ein Apfel. Es ist ein Apfel. Alles klar. Man scheint mit der Synthese wirklich die Haltbarkeit von Waffen enorm hochschrauben zu können. Krass. Ich könnte jetzt also auch so ein Ding daran setzen, was auch immer mir das bringen soll. Oha, ich könnte auch Eier schießen. Was? Das ist ja frech. Ach, der Krokwedel ist gar keine Waffe, das ist irgendwas anderes. Okay. Ich kann auch Äpfel schießen. Ich kann. What the heck? Kann ich mehr ransetzen? Nee. Die bekämpfen sich einfach gegenseitig. Sehr interessant. Moin. Mann, ich krieg's nicht mehr hin. Ach, komm, egal. Ja, das ist ja mal übelst lustig. Okay, Synthese ist cool. Wo ist jetzt mein geschossener Apfel? Ist der weg? Schade. Ich glaube, der ist weg. Ah, nee, hier. Ich kann den schießen und ich kann den wieder einsammeln. Das ist ja auch cool. Bist du ein Krochstein? Du bist zu einsam? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber eine Spottkröte ist da drunter. Auch gut. Okay. Ja, komm. Wir sammeln Gegner-Konstruktteile. Tschüss. Oha. Yo! Der One-Hit mit dem Riesenbrett. Ich glaube, es geht los. Einfach mit dem Riesenbrett gewone-hittet. Ja, okay. Ach, der hat jetzt. Hier geht's jetzt kaputt, oder was? Ah, okay, das war nur. Okay. Brettfächer.
Wie stark ist das Ding, dass der mich gewonnen hat damit? 5 nur. Ja, genau. Lol. Ach, der hat sogar so eine Windfähigkeit. Das ist ja so sick. Das heißt, wenn du ein Brett kombinierst mit den anderen Sachen, wenn du ein Brett kombinierst mit den anderen Sachen, kriegst du auch so eine Windfähigkeit. Alter. Oder am Feuer brennt's dann, oder was? Ist es jetzt stärker geworden? Ist es jetzt stärker geworden? Nee, okay, es brennt einfach nur. Oh. Ich wollte es eigentlich einstecken. Ja, okay. Das hat nicht funktioniert. Egal. So, ich wollte kochen. Und zwar kochen wir erstmal Spurtlingpilz, also hier Ausdauerpilz heißt das dann, glaube ich. Ausdauerspieß meine ich. Ach nee, wieso denn Ausdauer? Ist ja ein Schnelllaufpilz. Ausdauer waren ja die Dinger. So, Ausdauerspieß ab dafür. Dann. Genau, man kann auch noch mit so Insekten Sachen verknüpfen. So ging es nicht. Irgendwie konnte man mit Insekten auch noch Sachen verknüpfen. Mit Monsterzutaten gekocht ergeben sie Medizin. Ah, so rum war das. So dann. Jawohl, Ausdauermedizin. Sehr schön. Nicht, dass ich was bräuchte davon, aber okay. Das Ganze gäbe es auch noch mit Schleich. Aber ich meine, man muss wahrscheinlich eh die ganzen Rezepte erforschen, fürchte ich. Jawohl, Schleichmedizin. Das kann ich nicht kochen. Das kann ich auch nicht kochen. Das ist auch nicht so. Das kann ich essen. Ich kann Krokwedel essen. Ah, das kann ich auch an einem Stock befestigen. Oh, dann habe ich einen Krokfächer sozusagen. Interessant. Oh, warte mal. Da habe ich Ausdauer-Dampfobst. Okay. Interesting. Also wir sammeln hier erstmal ordentlich Essen, was ich noch nie genutzt habe, aber hey. Das ist nichts zum Essen. Verwenden? Material, das unter. Mit seiner Hilfe kannst du etwas Energie wiederherstellen. Energie für was? Okay, keine Ahnung. Fleisch haben wir, glaube ich, schon gekocht, oder? Ja, hier. Grillwild und so Chili-Fleisch. Aber wir haben noch nicht Fisch gekocht. Da kommt, machen wir gleich einen Fischfleischteller, irgendwas. Mit Obst. So. Grillteller, lecker, lecker. Aber ist der Grillteller jetzt hier dabei? Krass. Reichhaltiges Gericht mit saftigem Fleisch, frischem Fisch, knusprig gemacht. Braucht man den Apfel aber, glaube ich, gar nicht dafür. Der Apfel hat nur dafür gesorgt, dass es mehr Energie geworden ist, ne? Kann ich die Feuerfrucht auch kochen? Loder-Kochobst bei Hitzefeuerangriff. Okay. Süß-saures Gericht. Jo, okay, alles klar. Und dann mit den Äpfeln erhöht man halt die Herzen. Das ist nichts zum Kochen. Mit Monstermedizin, genau, wieder Medizin. Aber so Spurt habe ich ja eigentlich schon Spurt mit. Also das dürfte doch dann wieder. Ach nee,
Ist wieder was anderes. Warte mal. Machen wir das gleich mal. Ich habe keine Monster. Doch, ich habe noch eine Monster-Zutat. Zack. Rein damit. Jawohl. Okay, einfach schon mal ein paar Rezepte gesammelt. Ne? Och, da ist eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. Was bist du denn? Bernstein? Eine Alpha-Krieger-Klinge. Der nächste. Der nächste Quality of Life, die nächste Quality of Life Änderung. Ich kann direkt entscheiden, was ich wegwerfen will. Ich muss nicht erst die Kiste zumachen, dann wegwerfen, dann die Kiste neu öffnen. Danke, Nintendo. Sehr freundlich. Ja, einfacher Stock, weg damit. Brauchen wir nicht. Und dann kann ich die Alpha-Krieger-Klinge behalten. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung. Okay. Cool. Und dann kann ich doch an den jetzt aber. Hoppala. Mein Gott, was drücke ich denn? So. An den kann ich doch. Ah, nein. Genau, an den kann ich doch jetzt wieder den Stock zum Beispiel befestigen. Daran wurde schon etwas per Synthese. Ah, okay. Das ist ein Stock, an den so ein Alpha-Konstruktoren rangehängt wurde. Ich checke es. Okay, alles klar. Dann ist ja sogar mein Steinding hier, also mein Stock ist ja stärker als die Alpha-Krieger-Klinge. Ist in Ordnung. Ah, aber das Ding funktioniert wieder nicht als Schwert, ich verstehe. Okay. Ja, ist schon lustig, ne, was man alles erleben kann und machen kann. Und wir sind gerade mal am Anfang. Das wird noch insane. Oh Gott. Das wird ja richtig insane. Nintendo, was tut ihr? Jetzt übertreiben sie es komplett. Okay, ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird. So. Aber wir sollten hier zu dieser Höhle gehen. Da sind wir jetzt ja angekommen. Jetzt gehen wir noch kurz da hoch und holen uns noch einen Krog ab. Schade. Ich dachte, mit der Ankündigung funktioniert es vielleicht. Okay, dann gehen wir in die Höhle. Entdeckt. Höhle am See. Leuchtsamen. Bei Stoßeinwirkung erblüht an Ort und Stelle sofort eine Pflanze, die ein zartes Leuchten von sich gibt. Ah, okay. Das heißt, wenn ich die zum Beispiel jetzt mit Pfeil und Bogen verknüpfe, kann ich damit Licht machen, oder was? Oh, wie schön. Kann ich das wieder mitnehmen? Kann ich das irgendwie wieder mitnehmen? So, mit dem Schwert abmachen oder so? Nee, okay, das heißt, die sind dann verbraucht. Flederbeißer, okay, Monsterzutaten, das kennen wir alle schon. Okay, das ist jetzt aber so ein... Mal mit Stein am besten. Genau. So ein Erzstein zum Abbauen. Was bist du denn? Offenbar ein Gegner. Oh, aber jetzt erstmal egal.
Wir machen erstmal hier ein paar Sachen kaputt. Das wollte ich nicht kaputt machen. Das war nicht ganz der Plan, dass ich auf das Erz auch noch einschlage. Aber gut zu wissen, dass man die kaputt schlagen kann. Da muss ich dann aufpassen. Einfach einen Feuerstein kaputt geschlagen. Dumm. Hier die komische Kröte ist. Riesenleuchtsamen. Erschüttern euch in der unteren Stelle und die Umgebung in helles Licht tauchen. Okay, I see. So, jetzt machst du mal einen Abflug, mein Freund. Ja, der hat aber gar keinen, der hat gar keinen Schadensbalken, oder? Oh, nice. Kleidung. Wichtig und richtig. Der hat gar keinen Schadensbalken. Der tut doch gar nichts. Trifft ein Pfeil den Kopf und fügt doppelten Schaden zu. Okay, der tut doch... LOL. Mayoi-Signum. Diesen schwach-blau schimmernden Gegenstand hat die mysteriöse Mayoi hinterlassen. Sein Anblick verleiht dazu, mehr davon zu sammeln. Das sind Collectibles. Ah, okay, ich muss den erledigen. Interessant. Alles sehr interessant hier schon wieder, was wir alles lernen. So, und hier soll ich jetzt irgendwas lernen. Hier soll mir irgendwas erklärt werden. Ach, guck, da ist er ja. Hier soll mir irgendwas erklärt werden. Hoi. Zuerst erstufen wir die Jinsa-Konstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle, ein jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst, so wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Du solltest dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Ah. Okay. Danke für die Info. Okay, das lassen wir mal lieber ganz. Falls wir es noch für irgendwelche Bauten brauchen. Okay. Ja, hier sind jetzt drei Stück, mit denen ich reden kann. Na dann, let's go. Was er wollte mir erzählen. Handwerkerkonstrukt, die Flöße haben schweren Schaden erlitten, ob wir sie reparieren können. Okay, danke für die Info. Die Flöße sind beschädigt, ich kann sie nicht reparieren, daher werde ich vorerst ruhen. Doch wenigstens ist das Sonau-Bauteil unversehrt. Genau, darüber wollten wir ja reden. Solche Komponenten sind Alltagswerkzeug für uns. Sie machen das Leben an diesem Ort erst möglich, empfinde ich sehr, ihnen den Gebrauch zu erlernen. Das Konstrukt vor dem Ventilator. Okay. Ja, dann Ruhe halt. Ah, das hier ist so ein Sonau-Baukon. Okay. Und dafür brauche ich die Batterien. Dann bringen wir mal was bei. Kein einziges der Flöße, mit denen man das alte Ruf erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Eigentlich, wenn hier Material ans andere Ufer transportiert. Das einzige Gute ist, dass zumindest die Sonarbauteile. Okay. Du bist nicht vertraut mit Sonarbauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich dir alles genau erläutern. Ein grünes Objekt wie dieses ist ein Sonarbauteil. Dieses hier etwa nennt man im Genauen einen Ventilator. Versetzt man ihm einen Hieb, beginnt es Wind zu erzeugen. Vielfältig und vorteilhaft. Es gibt etliche, die alle unterschiedlich sind. Der Einsatz erfordert Energie. Daher benötigst du eine Batterie. Ah ja, und die muss ich dann immer aufladen.
Batterien stecken in Energie, um es nochmal nutzen zu können. Wird gerade kein Sonderbauteil benutzt, fühlen sich es selber. Ah, okay, es fühlt sich von selber wieder. Okay. Ja. Okay. Also ich soll jetzt ein Floß bauen, um darüber zu kommen, ja? Mit 3 Millionen Ventilatoren. Was passiert, wenn ich da alleine draufschlage? Ach so. Ah, und das geht jetzt auch leer von... Also, das geht wahrscheinlich so lange leer, bis ich wieder draufschlage. So an und aus. Und jetzt lädt sich's auf. Ah, okay. Ah, nee, das ist meine Energie, die sich da... Also meine Batterie, die sich da... Das ist gar nicht das Gerät selbst. Das bezieht sich dann auf alle Geräte, oder wie? Geht das schneller weg, wenn ich mehr auf einmal aktiviere? Ja. Krass. Und dann lädt sie es wieder auf. Okay, ich verstehe. Und wenn ich schneller aufladen will, muss ich die Dinger nutzen. Ich verstehe. So, die Frage ist aber, will ich darüber überhaupt? So, da oben ist ein Schrein, zu dem ich will, ne? Oder haben wir den schon? Ist das der, wo wir hinwollen, oder ist, haben wir den schon? Ne, das ist der, wo wir hinwollen. Okay, ich mach mal die weg, die ich schon habe. Hallo? Ach, die Dinger gehen automatisch weg, wenn ich sie einsetze. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Deswegen habe ich wieder alle zur Verfügung. Ja. Wenn ich sie einsetze, nicht wenn ich dort ankomme, wo ich hin wollte. Ich rede schon wieder Quatsch, lasst mich reden. Okay, wir gehen das... Hier komme ich wahrscheinlich einfach zurück, oder was ist das für ein Weg? Ja, ich glaube, hier komme ich einfach zurück. Nee, da unten ist was. LOL. LOL. Wie runtergekra... Oh, das muss voll weh getan haben. Sorry, Link. Aber du hast dich gerettet. Oha. Oha, da unten geht's ja. Da unten ist dann auch Party. Also wenn wir dann irgendwann mal wieder in Hyrule ankommen, dann ist da, geht's da richtig ab. Gott, das wird so riesig, das Spiel. Ich bin jetzt schon überfordert. Okay, was bist du? Du bist auch so ein Elite-Konstrukt, ne? Warte, dann rüsten wir uns mal richtig aus. Wo ist meine Achterwaffe? Hier. Aber wahrscheinlich geht die am schnellsten kaputt. Ah, scheiße. Nee, ich wollte mein Schild. Nein, ich will mein Schild. Danke. Ah, Mann. Wo ist mein Schild? Warum hat er jetzt das Schild eigentlich nicht geblockt? Sehr schön. Alles mir. Okay. Ausdauerknolle. Noch eine. Noch eine. So, aber wofür sind wir jetzt hierher gekommen?
Ach, da oben drauf ist eine Truhe, ja klar. Logisch. Dann brauche ich da jetzt so ein Ding. Das ist nicht nah genug. Ach komm. Hätte ich die mitnehmen müssen. Kann ich hier irgendwas nehmen? Ja, okay, wir können was bauen. Es ist nicht optimal, aber wir können was bauen. Ja, das sollte funktionieren. Naja. Mit ein bisschen mehr Gefühl. Ja. Es geht in die Richtung, die ich haben will. Ist das zu lang? Zu kurz. Also wenn ich es in Ruhe legen könnte, könnte es reichen. Man muss jetzt wieder so komisch drehen. Genau. So, und jetzt kann ich es nämlich in Ruhe hinlegen, ohne dass es gleich alles explodieren lässt. Ja, genau. Nein! Okay. Aber das ging schon in die richtige Richtung. Ja. Es muss halt nur noch liegen bleiben. Ach, Junge. Noch? Okay, wir haben noch einen. Mitkommen. Ransetzen. So. Jetzt aber. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr. Ja, wir nähern uns der Sache. Nein, drehen. Können wir jetzt bitte einfach so bleiben? Nein, geh doch da hoch. Danke. Du Schach. Du schaffst es, Link. Ich glaube fest an dich. Du wirst dieses schwierige Rätsel schaffen. Warum rutscht er denn da? Na bitte, mein Gott. Yeah, Bernstein. Okay. Ich habe gerade gesehen, Bernstein ist auch so syntheseangriffsfähig. Okay, jetzt muss ich hier wieder hoch, ja. Ja, gut. Dann ab nach oben. Halt! Die Krogdinger können wir ja mitnehmen. Das sind ja keine Angriffsdinger, sondern die sind ja so Zusatzteile. Juck. Juck.
Aber kann ich dann eigentlich auch... Oh. Kann ich dann eigentlich auch aus dem hier sagen, ich möchte direkt was hinzufügen? So im Sinne von... Nee, so im Sinne von... Okay, jetzt ist es weg. Okay, ich kann aus dem Menü nicht sagen, ich möchte das jetzt an den Ast dranhängen. Kann ich aus dem Ast-Menü sagen, ich möchte da was dranhängen? Nee. Kann ich jetzt sagen, ich möchte Synthese? Nee, dafür muss ich es auf den Platz erst legen, ja? Okay, na gut. Also muss ich es dann hinlegen, muss dann die Synthese auswählen und dann geht das so Stück für Stück weiter. Okay, alles klar. So, kurz anhalten. Und weiterklettern. Wir müssen ja irgendwie wieder hochkommen. So, kurz anhalten. Und weiterklettern. Und wir sind oben. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Ne, nur ein paar Pilze. Okay. Und jetzt bin ich wahrscheinlich... Oh, hier ist aber was Hübsches. Ein sehr heller Baumstamm, der... Ah, ja, jetzt kann ich ja die Dinger... Jetzt kann ich ja das ja auch problemlos... Nein, nicht so. Jetzt kann... Nein, ich... Oh mein Gott. Ja, genau, das wollte ich. Na, jetzt kann ich ja hier auch... wo ist denn jetzt mein Feuer? Das ja auch einfach machen. Sehr schön. Prima. Wie lange nehmen wir schon wieder auf? 37 Minuten, okay. Ja, wie ich es mir gedacht habe, wir kommen nicht zum nächsten Schrein in dem Part, aber wir haben viel, viel gelernt. Über diese... Diese Dinger. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Ja, dann müssen wir also das nächste Mal uns ein Floß bauen, um da irgendwie rüberzukommen. Dass wir da irgendwie runterkommen, ohne gleich drauf zu gehen. Vorsichtig klettern. Okay, perfekt. Sehr schön. Ey. Ist schon recht. So. Und so. Nein. Okay, ich muss den wirklich erst drehen, ja. Ah. So. Können wir jetzt damit rüberfahren? Und zack. Naja. Ist noch nicht so optimal, muss ich gestehen.
Ja. Und jetzt noch gerade. Jetzt noch ein bisschen gerader machen. Ich meine, es sieht doch jetzt gar nicht so verkehrt aus, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Das sieht doch ganz gut aus. Let's go. Yes! Minimalistisch, aber es funktioniert. So, auf der anderen Seite sehe ich schon wieder Dinge. Ah, es sind aber keine Gegner, ne? Das ist einer von uns. Yes! Sehr schön. Oh, ich muss das Ding ausschalten. Meine Batterie geht leer. Hallo, na? Oh, du bist in dieser Richtung unterwegs? Dieser Bergpfad ist äußerst unwegsam. Beweg dich stets so, wie es das Terrain von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zum Bewältigen dieses Bergpfads ersonnen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Aber bitte doch. Feuer ist nahezu unerlässlich zum Bezwingen des Pfades. Er dient zum Kochen und hält den Körper warm. Feuerstein, bla bla bla. Ja, kennen wir. Okay. Alles klar. Nee, kochen passt. Jetzt erfahre ich, wie man kocht. Jetzt. Eieieiei. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Okay, nehmen wir noch ein paar Pilzle mit. So. Wir haben ja auch schon einiges an Rezepten gekocht, was uns warm hält. Also vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Feuer. Das wäre eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich auch verstanden, was das für Plattformen sind. Das sind denen ihre Ruheorte. Okay, das heißt, hier geht's jetzt dann vermutlich. Da oben ist diese Kampfplattform. Und da oben ist dann irgendwann das Schneegebiet. Okay. Ich glaube, wir kommen zu der Kampfplattform, kann das sein? Sein. Okay, dann gehen wir noch kurz hier hoch und dann beenden wir den Part. Aha. Eier. Eier. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Moment, sind das Minenwerk? Ach, guck mal, hier sind drei so Dinger. Die sind wahrscheinlich in der Mine am Arbeiten, oder wie sehe ich das? Oh, das sind Minenwägen. Damit kann ich auf der Mine... Da, oha! Damit kann ich hier fahren dann. Okay. Oh shit. Oh Gott, da ist jetzt ein bisschen Party. Okay, komm, die Party machen wir noch. Die Party nehmen wir noch mit. Bruder. Ich bin hier gerade ein bisschen ungünstig. Hallo. Ich war stuck. Ich war total stuck. Okay. Gute Party. Ich habe vergessen, meine Eintrittskarte vorzuzeigen.
Ah, wir starten hier, na gut. Wir starten hier, meinetwegen. Ja, ich habe vergessen, meine Eintrittskarte vorzuzeigen. Das muss ich natürlich noch nachholen. Ich kann nicht einfach zur Party gehen ohne meine Eintrittskarte. Das ist auch gar kein Thema. So. Jetzt habe ich meine Eintrittskarte gezeigt. Wir kämpfen mal mit dem Ding. Nice. Und tschüss. So. Ja, na, mit Eintrittskarte klappt es halt schon. Ah, das war so ein Ding. Sehr cool. Mit Eintrittskarte klappt das halt schon alles viel, viel besser. Ein Opal. Okay. Gut. Dann, da wäre wieder ein Brett. Dann können wir jetzt aber wirklich den Part beenden. Haben wir noch mal einen kleinen Kampf am Schluss gehabt. Und dann würde ich sagen, fahren wir das nächste Mal eine Runde mit den Dingern. Ah, die setzen sich, die muss sich auch also selber da drauf setzen, ja. Ah, okay. Also so ein bisschen hilft mir dann das Spiel doch. Gut. Und dann muss ich da wahrscheinlich wieder so ein Ding dran bauen. Okay, das muss ich von außen machen. Ah. Ja, doch, doch, das sieht doch ganz gut aus. Okay, okay, da hat ihm jetzt auch ein bisschen geholfen. Das hat, das, ja, okay, so ist es gut. Okay, nächstes Mal fahren wir da rein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.